Hey, yeah. I say hey. What's going on? Yeah. Und damit willkommen zurück zu Mega Man 2. Yeah. Diese wundervolle Singstimme gehört natürlich Hollow Seraph. Hey. Und Andrus ist auch dabei. Konnichiwa, Leute. Und du bist kleiner Bastard-Klo. Schwane-Klo ist selbstverständlich auch dabei, der süße Boy, ja. Hast du Angst davor, dass ich die Konkurrent werden könnte? Ja, richtig heftig. Deswegen verdient er dich auch. Also. Ja. Ja, du hast ja noch dran. Das ist alles Verschleierungstaktik. Ja. Ja, ich verstehe schon. So, wir haben volle Waffen in der Hand. Nimm die 1. Okay. Okay, Alter. Okay. Erstmal schön aufstoßen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Was sind das für Viecher? Warum kriegst du so eine schnelle Leben? Alter, es ist random, falls es dir nicht aufgefallen ist. Okay, den Jet haben wir voll, das ist gut. Können wir den ja irgendwo anders reinficken. Ich hoffe nur, du gehst nicht drauf. Hier werde ich den Jet nutzen. Ja klar, musst du auch. Sonst kommst du nicht weiter. Das Spiel verlangt es von dir. What the fuck, war das knapp. Alter, chill mal. Entspann dich. Ganz ruhig, ganz so knapp war das nicht, okay? So knapp war das nicht. Bleib mal ruhig jetzt. Ey, wärst du weitergegangen, hätten wir ein Eating bekommen, du dreckiges Stück Kacke. Mehr. Wie kann man das nur vergessen? Ich hab's auch vergessen. Ja, okay. Ich hab's natürlich noch gewusst. Ja, vor allem. Selbstverständlich. Oh, es gibt einen Boss, wo wir jedes einzelne Fünkchen von dieser Waffenenergie brauchen, weißt du noch? Oh mein Gott. Oh. Ja, das ist die einzige Waffe, die ihn bumsen kann. Und er hält genauso viele Schüsse aus, wie wir maximal ausgeben. Wir hätten da hingemusst, damit wir die nicht verbrauchen. Ja. Wissen wir für den nächsten. Aber ich weiß nicht, ob der Boss jetzt an dieser Stage kommt oder nicht. Mhm. Ich hoffe auf jeden Fall für den nächsten Mal Bescheid. Ich hoffe trotzdem, du stirbst dich. Ja. Yeah. Alter, wie das uns teast. Oh. Fuck this shit, Alter. Geh mal Game over, Junge. Jetzt. Sofort. Da wäre einfach noch ein Item gewesen. Wir hätten nur zwei Items. Leben. Weißt du, wie ich dich hasse, ne? Oh. Fick dich, deine Schuld. Du bist schuld, fick dich selbst. Du hast dich dran erinnert. Jetzt stirb. Oh. Alter, wenn du gestorben wärst, ich hätte dich so gehasst. Ja, ach. Warum? Ja, weiß ich nicht, weil er gestorben wäre. Aber das tun Klos nicht. Wow. Klos haben nicht das Recht zu sterben oder so. Nee, Klos sterben einfach nicht, weil sie so gut sind. Okay. Okay. Sie sind zu kawaii, zu boy und overpowered. Okay. Und geil. Nein, ja, wir wissen von deinem Toilettenfetisch. Geil. Ich dachte, er hätte einen Holzfetisch. Oh ja. Oh nein, den hat er nicht. Doch. Zumindest nicht mehr. Ich war mit dir auf Klassenfahrt, glaub mir. Er hat einen Holzfetisch. Ja, und du hast einen Kissenfetisch. Das war geil. Ja. Oh ja. Oh, geil. Ja, Mann. Wo ist denn dein Kissen? Oh. Nicht da. Leute. Ja, wir sollen mal. Ich hab einen Zitronenfetisch, ja. Wusstet ihr, das, ich glaube, das habe ich irgendwann erwähnt, aber es gibt einen Fetisch, dass ihr geil drauf seid, euch mit AIDS zu infizieren. Was? Ja. Die Leute ficken dann nur andere Leute, die AIDS haben. Aber wenn man dann einmal AIDS hat, ist der Fetisch schon irgendwie voll im Arsch. Der ist mir die ganze Zeit geil, glaube ich. Okay. Dauer und nö, die Teile. Okay, ist okay. Du musst doch geduldig sein. Das kannst du doch. Nein! Ich kann das nicht! Ich war mir gerade nicht sicher, ob das die richtige Waffe ist. Oder Gegenstand, Item, was auch immer. So. It's Mega Man, it's my friend. Pow, pow! Ich muss die ganze Zeit an ein Lied denken, aber ich weiß nicht, wer welches. Oder wer es gemacht hat, auf jeden Fall. Ich weiß nur ein bisschen die Lyrics noch. Ich bin Mega Man und hier ist mein Plan. Pow, pow! Ja, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, Leute, wow. Richtig impressive. Und ihr seht schon, die Wily Stages sind schon etwas heftiger als das, was wir gewohnt sind. Aber das ist kein Problem. What the fuck? Oh. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Problem. Für erfahrene Klos. Aber keine Sorge, Leute. Jetzt erst recht versagen. Jetzt ist gar kein Problem, jetzt weil... Jetzt ist Closetto dran, deswegen werden wir versagen. Jetzt habe ich ja das Pad und Leute. Ist ja kein Problem, ne? Rutscht jetzt alles weg. Spielt, ne? Zieht euch diesen Skill rein. Zieht euch einfach diesen Skill rein. Lehnt euch zurück und denkt euch so, Alter, krasser Typ. Ja. Ist klar. Ist ja krass, ne? Ja. Ist schon richtig incredible. Aber ich wurde nur zweimal getroffen, wow. Ich wurde gar nicht getroffen. Das ist unfassbares Skill. Kannst du mir die Fresse halten, bitte, wenn ich nicht kommentiere? Du demotivierst das Klo, oder? Ja. Geht gar nicht. Egal, es gibt nur noch ein zweites motiviertes Klo. Okay. Hä? Du bist da motiviert? Da siehst du mal, wie schnell Hollow dich aufgibt. Ja, richtiges Arschloch. Nein, ich finde ihn richtig sweet. Ja, auf einmal. Immer, ich fand ihn schon immer sweet. Ja, genau. Ich hab ihn auch beleidigt, aber es ist ein Ausdruck meiner Liebe.
Genau, als ob. Ich sollte mich möglicherweise mehr aufs Spiel konzentrieren, aber kann man auch lassen. Weiß Leute, dieser Skill seid ihr. Also, ich habe das Spiel eigentlich schon durchgespielt und jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo ich das gespeedrunnt habe. Also, ne? Ja, ja. Ist ja kein Problem, habe ich aber für euch rausgeschnitten, war ja langweilig. Ja. Ihr sollt ja schon so richtig kennenlernen, als würde man das halt nochmal neu spielen. Wisst ihr, ich meine, noch nicht so mit unglaublichen Skill, ne? Mhm. Was macht meine Scheiße? Als Toilette ist da nichts Neues. Meinst du, ich laufe über? Oh mein Gott, war das schlecht. Bitte. Du willst mich doch nur verstopfen. Ja. Woher weißt du das? Ich bin Magier. Damit du mal die Kappe hältst. Oha. Seht ihr Leute, so denken die Leute von mir. Ich will sogar für die ein bisschen Werbung machen mit meiner krassen Reichweite von 15 Abos. Wow. Ja. Und dann sowas, ist ja unfassbar, ne? Ja, ich weiß, ich bin richtig undankbares Schwein. Ja, richtiges Arschloch. Ja, aber ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich auch. Schön, dass ihr euch gegenseitig hasst. Dich hassen wir natürlich auch, Schwein. Ja, ich kann ja sagen, wenn ich würde nicht so diskriminieren. Ihr seid meine Fans. Moment mal, das gefällt ihm. Wir mögen dich, wir lieben dich sogar. Oh, das ist nein, das mag er noch. Mehr. Moment mal, das macht fuck. Noch geiler. Scheiße. Stündeteil. Na, direkt zum Fiebstoff, ja. Dicken Ständer. Heiß, einfach nur geil. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Wir passen zu auf das Niveau an dem Kanal. In Wirklichkeit sind wir so voll die Business. Ja, genau. Genau. Also ich behaupte direkt das Gegenteil von mir, weil ich bin ehrlich, ich bin ein Huso. Ja. Ja. Nee, zu Hollow Zerath ist sehr ehrlich, ja? Ja, ich bin eigentlich voll serious, aber... Ja, genau! Klo verändert mich. Als ob. Klo verändert mich. Klo sind halt zu mächtig. Ja. Wir haben die Almighty Power. Ich wollte irgendwas Cooles sagen. Ich hab's noch vergessen. Du kannst was Cooles sagen? Ja, ist unfassbar, ne? Was? Nein! Was? Keine Ahnung, wie, ich liebe dich. What the fuck? Das ist sehr cool. Das ist nur, weil Liebe ist cool und jeder, der anderen wehtut, ist nicht cool. Halt dein Maul. Du hast das, glaube ich, aus dem... Ha? Oh mein Gott, du hast das... Sailor Moon, oh mein Gott. Nein! Ich hab's von... Es könnte aus Sailor Moon stammen, einfach. Ich glaube, ich hab's von den japanischen Lampen. Call to Mirror, japanischen Lampen. Eine Empfehlung. Ja, das ist auch sehr cool. Geiler Shit. Finish ihn mit der Finish-Karte. Schick ihn ins Netz mit der Netherland-Karte. Oh yeah. Yeah. Ja, Leute. Schweineklo konzentriert sich hier. Wieso hast du die HP nicht genommen? Weil er sonst vielleicht gerankt werden würde. Du dummes Stück, nein Spaß. Wow, wie genau die okay, Leute. Einstellung wurde. Du musst die ranken, Du packst das, du schaffst das, okay? Konzentrier dich einfach. You can do it. No one can stop you. No. Sag mal, wir motivieren dich schon so sehr und dann wagst du es, Schaden zu nehmen. Ist das dein Ernst? Mal, wir geben uns so viel Mühe. Ja, genau, auf einmal bin ich schuld, weil du zu scheiße warst, den E-Tech zu holen. Nee, find ich nicht in Ordnung, Leute. Manchmal fühle ich mich richtig vergewaltigt hier. Ja, ist nicht in Ordnung. Achso, ich bin vergewaltigt. Nein! Beschütze mich, Hentai! Vergewaltigung, geil! Nein, nicht gegen mich! Ja. Ich hatte ihn zur Hälfte! Egal, weißt du, was das Gute ist? Ja? Dich leiden zu sehen. Nein, wir haben jetzt die Chance auf den E-Tank nochmal. Genau. Und auf die zwei Leben. Auf die zwei E-Tanks und die zwei Leben. Und weil ich jetzt spiele, werden wir jetzt natürlich auch hinkriegen, ja, ne? Ja, ey, ich vergesse was ja nicht, und. Wir kommen an der Messe an zwei Leuten vorbei, um den Schaden zu nehmen. Oh. Ach ja. Ich sag nicht das so waren übrigens drei, weil sie immer nachgesponsert haben. Hey, ist ja auch egal, ist ja auch egal. Das interessiert niemanden, nein. Das würde ja irgendwie toll sein. Siehst du die? Was sind das eigentlich für dreckige Arschlöcher? Ist unfassbar. Okay. Das sind diejenigen, nicht springen, die nicht springen. Wow! Okay, Leute, selbstverständlich mit meinen überdimensionalen Skill. Halt die Fresse. Ja, bitte. Seht ihr, Leute, ich nehme mit diesen Leuten auf und werde zu einem richtigen Arschloch. Das ist doch nicht in Ordnung. Doch. Die haben so einen scheiß Einfluss auf mich. Ist auch ja, sorry, das kann ich ja nicht ernst nehmen. Du versuchst nur Leak in deinen Videos rüberzukommen. Wer ist genau. Das? Genau. Hauptsache, Leute, gucken sie erstmal Pokémon an, so richtig Kawaii Boy und hier so ein richtig dreckiges Arschloch. Ja. Du hast dich vorgewarnt, es ist Mega Man. Ja. Eigentlich schon. Die hätten drauf eingestellt sein müssen, Sie sehen ihren Helden in einer ganz anderen Art und Weise. Also wenn mich jemand als Held passiert, dann wow. Komm, in meiner Pokémon-Nuzlocke bin ich auch nicht gerade der aggressivste. Lange ich davon gehört, ja? Was? In meiner Pokémon-Nuzlocke bin ich auch nicht aggressiv. Ja, das wirst du aber, wenn deine Pokémon langsam sterben.
Das ist alles einfach nur Mega Man. Ja. Mega Man zerstört Menschenleben. Leute, Mega Man hat einen schlechten Einfluss auf uns. Es tut uns leid, dass wir uns so sehr verändert haben, dass wir unseren Fans untreu geworden sind, was wir Mega Man unser Leben gelassen haben. Es vernichtet einfach die menschliche Psyche. Es tut uns leid. Du Penner. Ich bin einfach zu ungeduldig. Ich schwör's euch. Ich bin einfach zu ungeduldig. Du, ja? Lass mich mal bitte auf zu sterben. Nein, tut mir leid. Das ist ein Gefallen, den ich dir nicht machen kann. Okay. Ich kann, also musst du extra sterben jetzt. Ich kann's dir nicht machen. So. Aber geil, wir haben hier diese zwei Items. Ja, nice. Und das durch mich, also wow. Ja. Durch dich. Ja, ja. Leugne nur mein Skill, leugne nur meine Fähigkeit, naja. Leute, schon wieder! Ich bin so ein richtig arrogantes Arschloch, nur weil ich mit denen rede. Nein. Ach genau, auf einmal. Ja, da sieht man mal, wie... Hey, ich kenne diesen Mann. Ach ja, Leute, nur für ganz besondere Menschen. Das ist nicht ernst gemeint, ja? Ich würde für diese süßen Boys eine Kugel abfangen. Vielleicht. Doch. Aber ne, nicht ernst nehmen, ja? Richtig sweete Boys. Ah. Guckt auf ihren Kanal vorbei. Schleichwerbung, yeah. Geht sterben! Aufnehmen müssen und da so ein Klo Wasser entwickeln. Dann hier auf diese Wasserflasche, ja, hier, genau. Die ihr gerade nicht seht. Oh. Einfach so ein Banner vom Klo drauf. Weißt du, das ist Toilettenwerbung. Ja, Mr. Code. Leute, wenn ihr euch eine Toilette kauft, dann kauft euch nur Mr. Code. Mr. Code, macht den Arsch frei. Yeah! Das sollten wir auf jeden Fall auch mal rufen. Das war damals unser Musikprojekt. Ja, wir konnten eigentlich das echt wieder so richtig ins Leben rufen. Ja, genau. Einfach mit meinen so krassen Bearbeitungsskills und deinem Charisma wird das super. Und dann haben wir noch den Schwaneklo, der als Sündenbock da ist. Aber echt, der macht mit. Ja, ich weiß nicht. Okay. Ja, nicht. Dann sollten wir vielleicht auch hier. Ich bin die Schlüsselfigur für alles, ja? Ich bin unersetzlich. Du bist das Schlüsselschwert, Zora? Ja. Den Kind im Herz ist das Licht! Yeah. Zu zweit klang das scheiße. Ja. Du klingst scheiße. Ich hab nicht gesagt, dass du alleine scheiße klingst, sondern zu zweit. Ja. Nee, du hast meine Gefühle fest. Und seine jetzt auch. Ja, seine ja. Weil du ein Arschloch bist. Finde ich nicht in Ordnung. Erstmal so still, ne? Alle sind traurig. Ja, alle sind traurig. Alle. Du. Auch ja. Du! Genau du vor dem Bildschirm. Ich hab meinen Bildschirm an. Okay, Leute, irgendwie. Es ist heute. Heute ist nicht mein Tag. Nicht mein Tag. Denn. Ohne Damage. Was mach ich denn mit meinem Leben? Ja. Was mit deinem Leben? Dun, dun, dun. Du ruinierst es. Ja, sonst würdet ihr nicht neben mir sitzen. Ja, kommt hin. Oh, super leid, es tut mir leid. Ich wollte deine wundervollen Gefühle nicht verletzen, also wow. Wirklich so, ich hab ein E-Tank für ihn okay. Du schaffst das, du packst das, du bist das Klo. Genau, wie genau. Und ich auch. Aber du bist jetzt gerade das Klo. Wo genau an dieser Stelle, an der die Lebenszeit ist, ist eine Unterbrechung in diesem Teil ist. Wow, das ist sehr gut durchdacht. Wenn du jetzt achtest, der die Anzeige des Boss geht weg und dann ist das. What the fuck? Okay, heil dich. Los, heil dich. Heil dich. Los, sofort. Nimm die Kraft eines anderen Klos in dir auf. Benutz die Kraft des Klos. Share your energy with me. Ja, also sorry, Seraph, du kannst auch nach Hause gehen. Ist doch egal, ob du Bacon zerstört bist oder was auch immer der Charakter gemacht hat. Nee, das will ich nicht. Die Klos betrifft nichts. Was? Ja, ich verstehe es auch nicht mehr. Ich check's auch nicht mehr. Wow! What the fuck? Okay, wie hättest du das ausweichen können, Alter? Da bist du ja ein junger Gottkünstler. Alter. What the? Nimm noch ein Item. Ist mir scheißegal. Ich will nicht hier tot sind, okay? Ich weiß auch nicht. Der Outfit ist ja. Wir sind doch Bros. Wir sind Klo-Bro. Das ist ein enges Band. Du hast ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Sieger sein! Sieg! Egal, es ist vorbei. Und Leute, mit es ist vorbei, muss ich auch leider sagen, dass dieser Pass vorbei ist von Mega Man 2. Arigato fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Noch nicht vergessen, wir zeigen noch den ersten Screen der Stage, wie wir gerade schon gemacht haben. Ja, die verfrühte Verabschiedung von freaking Schwaneklo. Wisst ihr, dieser unprofessionelle Mensch ist ja unfassbar. Hey, wir haben nur 15 Minuten gebraucht, das ist gar nicht so übel. Ja. Wie auch immer. Wer ist unprofessionell? Du.
Aha. Immer noch. Du bist einfach deinen eigenen Satz. Ja, okay, wir sind beide professionell. Jetzt halt's Maul. Jetzt, okay. jetzt darfst du. Okay, Arigato fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns und vielen Dank. Lass mir doch einen Daumen da, wenn ihr Bock habt. Und abonnieren war auch nicht schlecht. Okay, jetzt übertreibt man nicht. Ciao. Ciao.